Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Linke! Den Antrag, den Sie uns hier heute vorlegen, können Sie nicht wirklich ernst meinen. Nein, die Linke will ein Instrument, das ganz gezielt Kleinstverdienern und auch Kleinstverdienern mit Kindern überproportional unter die Arme greift, nicht reformieren, das kann ich mir vorstellen, sondern abschaffen. Ihr Antrag zeugt entweder von blinder Ideologie oder von Unkenntnis in der Sache. Alles, was Sie vortragen, blendet den demografischen Wandel aus und zum Beispiel auch, dass 2/3 der Zulagenempfänger ein Bruttoeinkommen von weniger als 30.000 Euro haben, habe ich hier noch nicht gehört. Sie verunsichern immer wieder die Menschen in unserem Land mit unausgereiften Ideen, ohne eine nachhaltige Lösung für die Herausforderung des demografischen Wandels nennen zu können. Ich habe gut zugehört. Unsere umlagefinanzierte Rente, der Sie alle Herausforderungen der Zukunft aufs Auge drücken wollen, kommt aus einem Dilemma nicht raus. Spätestens ab dem Jahr 2029 gehen die Babyboomer in Rente. Und das ist die Zeit, in der auf 1,5 Beitragszahler ein Rentner kommt. Und umlagefinanziert bedeutet dann, dass 1,5 Beitragszahler einen Rentner finanzieren müssen. Dass es unserer umlagefinanzierten Rente heute gerade gut geht, das bestreitet niemand. Aber woran liegt das denn? Es liegt daran, dass wir erstens in unserem schönen Land so viele sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze wie noch nie haben und zweitens die Lohnsteigerungen in der letzten Zeit so hoch waren. Die Wirtschaft floriert, und daran sollen alle teilhaben. Und deshalb bekommen unsere Rentner am 1. Juli eine saftige Rentenerhöhung. So hat es sich schon Ludwig Erhard vorgestellt, und so funktioniert es bis heute. Dank umfangreicher Rentenreformen in den vergangenen Jahren steht die soziale Absicherung umlagefinanzierte Rente auf soliden Füßen. Wir können uns darauf verlassen, dass das System funktioniert, und darauf können wir sehr stolz sein. Die Sorgen, über die wir heute reden, liegen in der Zeit nach 2030. Dann gehen 1,3 Millionen Menschen in den Ruhestand. Gott sei Dank oft recht fitte Menschen, die dann auch noch einige Jahre erfüllten Ruhestand hoffen dürfen. In den Arbeitsmarkt hinein kommen aber nur knapp halb so viele junge Menschen. Und eine immer kleiner werdende Gruppe von Beitragszahlern muss dann die Rente für immer mehr Rentner erwirtschaften. Das ist die Perspektive. So funktioniert unsere umlagefinanzierte gesetzliche Rente. Eine lebensstandardsichernde Rente aber würde unsere Kinder überfordern. Die sind ganz schön aufgeregt. Deswegen haben wir vor 15 Jahren begonnen, eine zusätzliche kapitalgedeckte Vorsorge zu unterstützen. Und diesen Zusammenhang endlich mal zur Kenntnis zu nehmen, ist doch erstmal die Basis einer ehrlichen Diskussion, wie es weitergehen soll. Und dann kommen wir auch ganz schnell zu der Erkenntnis, dass wir den Aufbau einer kapitalgedeckten Vorsorge intensiver unterstützen müssen. Nicht entweder oder, umlagefinanziert oder kapitalgedeckt ist die Frage, sondern beides. Das ist hier das Thema. Wir brauchen die umlagefinanzierte Rente als Basis unserer Altersabsicherung und mindestens eine kapitalgedeckte Säule. Die immer weniger werdenden jungen Menschen, denen dürfen wir nicht immer mehr finanziell die Rentner vollständig aufbürden. Und deshalb werden wir auch gerade den Menschen mit kleinen Einkommen dabei helfen wollen. Das ist unser oberstes Ziel, dass auch sie eine anständige Rente erreichen können. Deshalb könnte ich gut verstehen, wenn Sie heute sagen würden, lassen Sie uns darüber reden, wie wir das Riester-Sparen in Zeiten niedriger Zinsen attraktiver machen können. Wie können wir Vertrauen zurückgewinnen, was im Zuge der Finanzkrise und durch das Verhalten mancher Anbieter verloren gegangen ist? Das sind die richtigen Fragen. Frau Kollegin Karliczek, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, ich war erst zu Ende, Sie kann das dann gleich sagen. Eigene Vorsorge für das Alter muss selbstverständlicher werden. Nur so können wir dauerhaft langfristig steigende Altersarmut verhindern. Und das muss sich eben auch für Geringverdiener lohnen. Wer vorsorgt, muss mehr haben als der, der es nicht tut. Das muss das Maß unserer Bemühungen sein. Deshalb kann es zum Beispiel eine Möglichkeit sein, einen Freibetrag auf die Grundsicherung einzurichten, für alle, die kapitalgedeckt Eigenvorsorge leisten. Dann schaffen wir Mehrwert, gerade für die Menschen in unserer Gesellschaft, die die Hilfe am nötigsten haben.
Und eine weitere richtige Frage ist dann auch der Umgang mit den richtigen Zinsen. Wenn Zinsen keine Ertragsquelle mehr sind, weil sie so niedrig sind, wie können wir Menschen über die Altersvorsorge einen Anteil an der wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Land zukommen lassen, ohne dem Einzelnen ein hohes Risiko zumuten zu müssen? Was Sie machen, ist billig, verunsichert gerade die Menschen, die eine kapitalgedeckte Vorsorge am nötigsten haben, und ist in der aktuellen Situation sogar brandgefährlich. Und dann noch eine Bemerkung am Rande. Sie beziehen sich mit Ihrem Antrag auf eine Aussage des bayerischen Ministerpräsidenten. Dazu kann ich nur sagen, wir sind alles Menschen. Menschen sind nicht unfehlbar. Menschen können irren. Und deswegen werden wir diesen Antrag ablehnen. So, damit schließe ich die Aussprache.